Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und wir starten Kellner live heute mit dem Thema, über das alle reden am heutigen Tag, nämlich mit der Frage: Bekommen wir jetzt morgen Dienstag endlich wieder die Maskenpflicht in Österreich? Also müssen dann wieder alle im Supermarkt eine Maske tragen? Müssen wieder die Kellner in den Gastronomiebetrieben eine Maske tragen? Möglicherweise sogar die Kirchenbesucher? Und was bedeutet das für uns? Wie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist es? Dazu zwei spannende Gäste, gleich zu Beginn von Kellner live. Den Herrn Professor Norbert Nowotny. Ja, er ist einerseits Veterinärmediziner, aber andererseits auch Humanmediziner. Und er ist Spezialist für diese neuen Infektionen. Habe ich das alles richtig formuliert? Nicht wirklich. Ich bin leider nur Biologe, ja. Hatte aber Professuren für Virologie, sowohl im Bereich der Veterinärmedizin als auch Humanmedizin. Da liege ich ja nicht ganz so daneben. So oder so, man kann es auf einen kurzen Nenner bringen. Er ist der Virologe und Biologe mit den meisten Interviews in der Corona-Zeit. Es sind mittlerweile deutlich mehr als 300. Genau. Davon würde ich sagen, ein Dutzend ungefähr bei mir. Mit circa extrem großen Quoten, weil es kaum jemand gibt, der so gut wie er diesen Coronavirus erklären kann. Und wenn wir schon bei Quoten sind, unser Quotenkaiser Dr. Franz, ja, auch er ist Internist, muss man sagen, eigentlich Politiker einmal gewesen, im Parlament, mittlerweile Arzt und in der nur mehr Arzt, muss man sagen, und in der Corona-Frage seit dem ersten Tag nicht nur sehr engagiert, sondern auch bei uns im Studio, auch mit sehr, sehr guten Quoten und viel, viel Echo. Und die beiden hier also zum Thema Maske, der eine eher pro, der andere eher contra, aber da werden wir jetzt sehen, wie sich das genau darstellt. Herr Professor, fangen wir bei Ihnen an. Ja. Sie sind ja an und für sich durchaus ein Befürworter von Masken, allerdings die Frage, inwieweit das nicht im Sommer ein bisschen Folter darstellt. Was sagen Sie denn, wenn morgen in allen Supermärkten in ganz Österreich eine Maskenpflicht wieder hergestellt wird, wenn wieder alle Kellner in allen Gastronomiebetrieben eine Maske tragen müssen, wenn man sie vielleicht auch in der Kirche tragen muss. Gute Idee, wird das unsere Infektionszahlen runterbringen oder ist das gar nicht notwendig, weil die eh nicht so hoch sind? Also Herr Fellner, Sie haben es in Ihrer Einleitung absolut auf den Punkt gebracht. Ich war von Anfang an pro Mund-Nasen-Schutz, weil wir wissen, wenn alle ihn tragen, der infiziert ist und das Gegenüber, dass das was bringt. Aber ich gebe Ihnen auch recht, dass er jetzt im Sommer etc., ich finde durchaus, dass die Maskenpflicht, die ja nach wie vor in einigen Bereichen gilt, wenn die wirklich die Leute in diesen Bereichen die Maske noch verpflichtend wirklich tragen würden, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, dann könnten wir uns eine Neueinführung vielleicht österreichweiter Maskenpflicht sparen. Das ist meine Meinung. Also ja, im Sommer, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, generell bin ich nicht unbedingt dafür. Und wenn Sie der Herr Bundeskanzler jetzt fragen würde, lieber Herr Professor Nowotny, ja, wie beurteilen Sie unsere Infektionszahlen? Steigt das gefährlich an? Und soll ich jetzt in Supermärkten und Gastrobetrieben nach 35 Tagen Pause wieder eine Maskenpflicht einführen, damit das nicht so ansteigt? Was würden Sie dann sagen? Ich würde sagen, dass wenn wir das berühmte Ampelsystem, das ja im Herbst kommen wird, jetzt schon hätten, dann würde wahrscheinlich eine Maskenpflicht in bestimmten Bundesländern eingeführt werden, nämlich Oberösterreich und Wien und wahrscheinlich in zwei oder drei Bezirken Niederösterreichs, aber nicht bundesweit. Also nach Ihrer Meinung, so wie Sie die Zahlen interpretieren, wir werden gleich darüber reden, würden Sie eine Maskenpflicht für Oberösterreich und Wien empfehlen und für die Bezirke Horn und Wiener Neustadt in Niederösterreich? Ja. Aber Sie würden sagen, verschont Kärnten, verschont Tirol, verschont Salzburg, dort sind die Zahlen nicht besorgniserregend. Im Moment ist es so, basierend auf den Daten, die wir haben.
Wie schauen denn die Daten aus? Die Daten schauen so aus, dass Oberösterreich nach wie vor natürlich hoch ist mit den Daten, aber was ich auch, ja, also wenn wir die einfach die Bezirke, also die 25 meist infizierten oder höchst infizierten Bezirke in den letzten 7 Tagen, das sind mit 2 Ausnahmen, sind da eben nur Bezirke drin von Oberösterreich, Wien und Niederösterreich. Ja. Ja, und 2 kleine Ausnahmen. Ich möchte aber auch erwähnen, dass Oberösterreich, im Übrigen die Reproduktionszahl in Österreich, ja, geht wieder zurück. Also ist wir wieder sind wieder Richtung, wir sind ist wieder, ganz wir gehen knapp wieder, über 1. Ist ganz knapp über 1, aber geht wieder zurück. Und die Reproduktionszahl Oberösterreich ist interessant. Denn das bedeutet, dass wir diesen riesigen Cluster eigentlich überwunden haben. Sehr gut in den Griff bekommen denn haben. Denn auch die ist wieder bei 1 und die war schon fast bei 2. Genau, obwohl dieser Cluster enorm groß war. Das heißt, aber das ist der Bundesregierung bekannt, das ist keine Frage. Wichtiger als Wiedereinführung der genereller Maskenpflicht österreichweit ist sicher, diese Cluster rechtzeitig, so rasch es möglich zu erkennen, zu bekämpfen, die Kontakte zu finden und ebenfalls zu isolieren. Das ist das Um und Auf. Wir kennen inzwischen Risikobereiche und die Bundesregierung und die Behörden kennen die auch. Das heißt, da anzusetzen ist natürlich wesentlich wichtiger als quasi über allen. Das werden wir gleich ausführlich reden. Herr Dr. Franz, Ihre Meinung zu Masken ist ja, das ist Folter und völlig sinnlos. Wenn man es überspitzt formulieren will, dann ist es in gewisser Weise Folter, wenn man speziell jetzt in der Hitze eine Maske tragen muss. Muss, ich rede immer von muss. Es gibt aber gewisse Bereiche, wo es absolut sinnvoll ist, eine Maske zu tragen. Nämlich das sind zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen, Ambulanzen, das sind Wartezimmer von Arztordinationen, das sind geschlossene Räume, wo sich mehrere Leute längere Zeit aufhalten. Da, glaube ich, gibt es auch Öffis sowieso, also Öffis generell, wo Leute länger drin sitzen, gehören zu den sozusagen zu den Hotspots oder zu den Orten, wo man sich am ehesten infizieren kann. Mir ist aber wichtig, immer wieder, und ich sehe das aus rein klinischer Sicht als Arzt, der draußen in der Ordination tätig ist und täglich mit Patienten, mit Leuten zu tun hat, die das immer nachfragen. Mir ist wichtig zu sagen, dass generell Covid eine für die meisten Leute ungefährliche Infektion ist. Und ich fordere schon seit Monaten vom Ministerium immer wieder, nahezu täglich, dass wir endlich trennen zwischen positiv getesteten, Infizierten und Kranken. Das Einzige, wo wir trennen, das sind die Patienten, die im Spital sind, die werden akribisch erfasst und die auf der Intensivstation sind. Das sind, das sind relativ 110 wenig. Von ja. 1250. Genau, das sind über ganz Österreich pro Bundesland, man kann es sich ausrechnen, wenn man dividieren kann, relativ wenig wirklich Erkrankte. Es sind ein paar von den 1300 Infizierten sicher auch krank, aber nicht so schwer, dass sie ins Spital müssen. Und ein großer Teil von den Infizierten oder positiv getesteten über das reden wir auch gleich. Ist asymptomatisch. Aber zuerst noch kurz zu den Masken. Das heißt, dort, wo derzeit Maskenpflicht besteht, derzeit, ja, mit Montag, Öffis, Arztpraxen und geschlossene Räume mit hohen Menschenansammlungen, halten Sie die Maskenpflicht für richtig? Da ist es absolut richtig. Eine Ausweitung der Maskenpflicht jetzt auf Supermärkte und Kellner in der Gastronomie? Nein, heute nicht für sinnvoll, weil erstens der Kontakt zwischen den möglichen sich gegenseitig infizierenden Probanden oder Menschen einfach zu kurz ist. Man im Supermarkt sicherlich gescheiter darauf achtet, Abstand zu halten. Die allermeisten Supermärkte ohnehin eine gute Entlüftung haben, weil es ist Kühlware da, es ist Frischware da. Das sind meines Wissens nach sehr gute Klimaanlagen bzw. Belüftungsanlagen überall installiert. Das bringt nichts. Die möglicherweise gefährdeten Personen an der Kasse und am Schalter sind eh ohnehin schon alle aufgetreten mit Plexiglasscheiben. Ja. Also ich sehe die wirkliche Gefahr also nicht Sie im Supermarkt. Sagen, eine Maske im Supermarkt und in der Gastronomie bringt nichts. Bringt aus meiner Sicht noch den vorliegenden Daten. Außer schlechter Stimmung. Schlechte Stimmung, ja. Die wollen wir gerade in der Gastronomie nicht haben. Herr Professor, da sind Sie nicht ganz der Meinung, dass das absolut nichts bringt, wir oder? Wir liegen nicht so voneinander entfernt. Ja? Also es ist kein,
kein Kampf hier. Ja. Aber Sie sehen es ein bisschen anders. Nicht? Sie sagen, es bringt also, schon was, aber nicht nennenswert. Genau, richtig. Ja? Und was ich aber noch hinzufügen möchte, aber wo wir definitiv auch noch Masken brauchen und wirklich enormen Schutz, ist in Alten- und Pflegeheimen. Denn das sind eben die wirklich gefährdetsten Personen und hier müssen wir extrem aufpassen. Also da zusätzlich unbedingt auch noch zu den genannten. Jetzt sagt der Herr Dr. Franz schon in mehreren Interviews bei mir, wir müssen endlich trennen zwischen Infizierten und Erkrankten. Er hat immer gesagt, erkrankt sind seiner Meinung nach höchstens 20%. Im Spital sind, wie wir jetzt wissen, weniger als 10%, nämlich 110 von 1250. Ist das auch Ihre Meinung? Ist dieses Virus so relativ ungefährlich, dass überhaupt nur 20% derzeit daran erkranken? Na, das sehe ich ein bisschen differenzierter, denn wir wissen, also das Virus bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist es oft subklinisch, ohne klinische Symptome und ab 65 beginnt die Kurve dann zu steigen. Und zwar doch relativ stark zu steigen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gegenüber der Grippe, der Influenza, wo ebenfalls ältere Menschen vor allem betroffen sind, nicht nur, aber vor allem, aber trotzdem ist die Todesrate bei Covid-19 bei älteren Menschen deutlich höher. Das heißt, die müssen wir schützen. Das könnte aber, wie es ganz am Anfang die Supermärkte eingeführt haben, dass ein Zeitslot, ein Timeslot für, was weiß ich, 8 bis 10 oder sowas, sollen vor allem ältere Menschen kommen und später erst dann der Rest. Das war ein Vorschlag, den die Serben schon sehr lange machen, den habe ich auch schon vor Monaten geäußert. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da hat man gelacht darüber. Und wäre eine gute Idee. Sollte man, kann man von heute auf morgen einführen. Ja. Wir haben ja seit Tagen eigentlich kaum Todesfälle neue, obwohl die Infektionszahlen steigen. Ja? Jetzt sind Sie einer, der immer gesagt hat, es gibt noch keine Entwarnung. In meinem letzten Interview haben Sie ja den genialen Satz gesagt, das Virus ist ein Gefraßt. Ja? So, wie meinen Sie das? Und warum gibt es keine Entwarnung? Warum ist es aber derzeit auch nicht gefährlich? Oder ist es gefährlich derzeit? Ich fürchte halt, dass durch den touristischen Eintrag im Laufe des Sommers wir noch mehr Viren reinkriegen werden. Das ist halt eine Gratwanderung zwischen Gesundheitsaspekt und eine Gefrasstwanderung. Und Ökonomie. Ja. Und daher müssen wir einfach umso mehr aufpassen. Das heißt, wirklich sich entwickelnde Cluster so rasch als möglich erkennen. Wie schon eingangs erwähnt, also die Clustererkennung, und das wird ja jetzt gemacht von der Regierung und der Gesundheitsbehörden. Wir wissen ja auch international, wo sind die Gefahrenbereiche. Und die werden auch getestet jetzt. Also auch Spitäler werden laufend getestet, auch Alten- und Pflegeheime etc. Das ist sicher der Hauptansatzpunkt. Ja. Maske hat sicher auch einen psychologischen Effekt, um allen zu demonstrieren, das Virus ist noch unter uns und es ist noch unter uns, es nützt nichts. Und nach wie vor ältere und kranke Menschen sind gefährdet. Keine Frage. Und warum die jetzt weniger sterben, ist einfach so, weil das eben nun einmal eine gewisse Zeit braucht im Krankenhaus und bis dann eine schwere Erkrankung folgt. Also die Erhöhung von durchschnittlich 50, die wir für fast 3 Monate hatten, auf jetzt 100, also diesem Level, wird sich wahrscheinlich schon auch in leicht erhöhten Todeszahlen in der Zukunft äußern. Wie ist denn das? Sind Sie der Meinung, dass es jetzt weniger gefährlich ist, das Coronavirus? Oder haben wir es in den Griff bekommen? Oder warum sind wir doch jetzt relativ stabil bei den 100, 150? Es hat ja zeitweise dazwischen geheißen, wir sind schon wieder in einer exponentiellen Kurve. Dürfte aber, wenn ich mir Ihre Reproduktionszahlstatistik anschaue, nicht der Fall sein. Nein. Also das Virus ist genauso gefährlich, wie es immer war. Ja, es hat nichts an seiner Gefährlichkeit verloren. Das muss man schon klar sagen. Aber wir wissen einfach von Tag zu Tag mehr über dieses Virus und auch die Behörden, die Gesundheitsbehörden wissen mehr. Und eben diese
Fokussierung auf diese Cluster, die sich entwickeln, wahrscheinlich durch Superspreader, das wissen wir inzwischen auch, das ist einfach der beste Ansatz. Und eben bestimmte Risikobereiche laufend testen, damit werden wir wahrscheinlich die Infektion in den Griff bekommen. Erklären Sie mir mal die Cluster, Herr Professor, weil Sie das so großartig kennen. Zunächst einmal die Kirchencluster. Mhm. Wieso passiert es in diesen Kirchen, zuerst in der Freikirche mit teilweise bosnischen, rumänischen, jetzt in der serbischen Kirche? Warum? Mhm. Also ich unterscheide ganz klar zwischen dieser Freikirche und der orthodoxen Kirche. Ja. Weil was da betroffen war, das war ein Bischof, der hat, glaube ich, 2 oder 3 Priesterkollegen angesteckt und die ihre Familien. Da ging es nicht in die Gemeinde, in die Kirchengemeinde. Ganz anders die Freikirchen. Angeblich war es ja so, dass Ausgangspunkt eine Geburtstagsfeier war und derjenige ging dann in die Kirche, hat dort, war wahrscheinlich eine Art Superspreader, hat dort wahrscheinlich mehrere Menschen angesteckt, die es wiederum in ihre Familien gebracht haben. Und so ist dieser relativ große Cluster mit über 200 Infizierten entstanden. Also reiner Zufall, dass das Kirchen war? Ja, dazu kommt noch, das waren rumänischstämmige Menschen. Und wir wissen auch, dass in Rumänien hat er wieder Reisewarnung Stufe 6, also die höchste. Vielleicht gab es da ja auch Kontakte, persönliche Kontakte zu Verwandten in Rumänien, wo das hergekommen ist. Warum haben wir so viele Fälle in Fleischfabriken? Zwei Gründe. Erstens einmal ist es dort kühler. Und es ist ganz klar, das Virus überlebt bei kühlen Temperaturen länger. Das heißt, die Chance, sich zu infizieren, ist in einem kühlen Fleischverarbeitungsbetrieb einfach höher. Zudem, das haben wir bei Tönnies gesehen, in Österreich wurde das verneint, aber die Unterbringungsbedingungen mancher Leiharbeiter ist wahrscheinlich schon verbesserungsfähig, denn die konnten in ihren Gemeinschaftsunterkünften wahrscheinlich den Sicherheitsabstand viel zu viele in einem Zimmer nicht einhalten. Wobei man auch sagen muss, dass da ja wesentlich mehr getestet wurde als in anderen Betrieben. Daher, wenn man mehr testet, findet man mehr. Es wäre aus meiner Sicht interessant, andere Firmen, Großbetriebe auch zu testen. Zum Beispiel in der Autobranche, zum Beispiel im Gesundheitswesen wird überhaupt viel mehr getestet. Da wird eben aus meiner Sicht zu wenig getestet beim Personal. Daher sehr interessant nachzuschauen, wie viele Infizierte bzw. positiv Getestete da überhaupt sind, um herunterbrechen zu können, die Gefahr für den Einzelnen überhaupt. Weil das, was die Leute am meisten beunruhigt, ist ja nicht das Virus an sich, sondern die Angst vor dem Virus, die Unwissenheit. Deswegen beharre ich neuerlich auf der Forderung, wir müssen ganz klar die Bevölkerung informieren, für wen ist es gefährlich, wer ist erkrankt, wer gilt als Erkrankter, wer gilt als Infizierter, wer ist asymptomatisch und was bedeutet das überhaupt? Wenn wir fokussieren uns auf die Maske, dann nehmen wir die Maske her als Politikum und sagen, okay, die Zahlen gehen auf, Maske, alle Maske auf, die Zahlen gehen runter, Maske runter, Zahlen geht wieder raus. Man kann mit der Maske sehr herrlich Politik betreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Maskerade betreiben und in Wirklichkeit gewinnen wir keinen Aufschluss. Daher gebe ich dem Professor Nowotny völlig recht, beziehungsweise in dem Sinn mir auch und kann es nur noch einmal betonen, wir brauchen mehr Infos, wir brauchen mehr Studien darüber, auch lokale in Österreich. Da wird nicht viel Forschung betrieben, beziehungsweise nicht viel Datenerhebung, außer über die Hotline 1450, dass einfach getestet wird. Aber wir haben zu wenige Studien, wir haben zu wenig Mittel auch, um zu erfahren und zu erforschen, wo sind denn wirklich wie viele Leute einen infiziert. Einen Unterschied wird es zwischen euch beiden, wenn ihr euch schon so viel Recht gibt, ergeben. Nämlich Sie sind der Meinung, dieses Coronavirus ist nicht viel gefährlicher als eine normale Grippe. Es ist nicht viel gefährlicher aus meiner Sicht. Es macht ein bisschen andere Erkrankungsmuster als eine normale Grippe, wobei man immer sagen muss, es ist neu, da wissen wir noch nicht allzu viel. Und was ich auch immer wieder kritisiere, ist, dass jetzt schon von Langzeitfolgen gesprochen wird. Wir kennen in Österreich diese Infektion. Aber Sie sagen, seit 4, 5 Monaten. Es ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Aus und da widerspricht der Herr Professor vehement, wenn ich mich da an unser letztes Interview erinnere. Da muss ich vehement widersprechen. Die Todesrate, also Case Fatality Rate, ist 10-mal so hoch wie bei einer Grippe. Wert, das wird sich angleichen. Nein, also jetzt haben wir, glaube ich, weltweit so viele Millionen Fälle schon, dass wir schon einen guten Wert haben.
und das wird sich nicht angleichen. Aber die Daten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Daten widersprechen sich sehr stark. Wenn man sich kalifornische Daten anschaut, wenn man sich Daten aus New York City anschaut, wenn man sich italienische Daten anschaut, dann wiederum belgische Daten. In Belgien haben wir unglaublich hohe Todesziffern. Ja. Da wird überhaupt nicht geredet drüber in Europa. In Deutschland, Österreich haben wir sehr wenig. Also die Case Fatality Rate, also die Sterblichkeit. Also erstens, warum so große Unterschiede, Herr Professor, regional? Und zweitens, warum 10-mal so hoch wie bei der Grippe? Warum? Das ist vom Virus abhängig. Und ich meine, da braucht man nicht diskutieren, da stimmen wir sicher überein. Die gefährdetste Altersgruppe ist 65 plus und je älter, desto gefährdeter. Ja. Und da haben wir beim Covid-19 einfach, und das ist Tatsache, eine 10-mal so hohe Todesrate. Warum in den Ländern so unterschiedlich? Warum bei den älteren Menschen? Warum ist dieses Covid-19 bei älteren Menschen über 70 so aggressiv? Bei allen älteren Menschen funktioniert das Immunsystem nun einmal nicht mehr so toll. Und das sehen wir bei der Grippe, das sehen wir bei vielen Infektionskrankheiten. Auch Antikörperbildung ist langsamer und weniger hoch. Also da gibt es eine Reihe von Gründen. Dann als Internist wissen Sie da jede Menge Zusatzerkrankungen, die ältere Menschen haben, die junge halt nicht haben. Deswegen ist generell eine Infektion im älteren Alter einfach gefährlicher und ist Covid-19. Und das sehen wir seit China. Also diese Altersverteilung wissen wir schon von den Kollegen in China. Und das hat sich jetzt einfach nur bestätigt. Also das muss man schon sagen, es ist 10-mal tödlicher für diese Altersgruppe als die Influenza. Und deshalb Ihre Warnung im Herbst, auf diese Altersgruppe besonders aufpassen. Erstens, vom Einkaufen bis zum Testen. Genau. Und außerdem Aufruf, speziell ältere Menschen, aber nach Möglichkeit alle, sollten sich Grippe und Pneumokokken impfen lassen, damit sie wenigstens einigermaßen dagegen geschützt sind. Und gegen Covid gibt es vorläufig ohnehin noch keine Schutzmöglichkeit. Haben wir noch genug Grippeimpfungsmittel, Herr Doktor? Ich glaube, das geht ja erst im Oktober los. Ab wann kann man sie impfen lassen? Und das geht im Oktober los. Die Grippeimpfung wird gratis zur Verfügung gestellt. Nur muss man auch einschränkend sagen, es ist zwar wirksam, aber je älter die Impflinge sind, desto weniger wirksam ist es leider Gottes. Ja. Und es gibt auch Impf-Non-Responder in jüngeren Jahren, also Leute, die nicht darauf ansprechen oder nicht reagieren. Klar. Das gibt es immer. Das muss man immer. Die Information braucht man immer im Ganzen, weil sonst entstehen Fehlmeinungen in der Bevölkerung. Und das spaltet sich dann auf, wie wir letztes Mal schon besprochen haben. Es gibt Leute, die negieren das völlig und sagen, das ist alles ein Blödsinn, das gibt es gar nicht. Also, totale Leugner. Und dann gibt es wieder Leute, die, ich kenne selber Patienten, die haben seit 3 Monaten das Haus nicht verlassen aus lauter Angst, weil sie überall lesen, für mich als 65, 70 plus ist das möglicherweise tödlich, wenn ich nur hinausgehe. Man trifft Leute in der Früh als Jogger auf der Straße, die eine Maske tragen und auf zur Seite weichen auf Menschen in einer menschenleeren Gegend, wenn man ihnen entgegenkommt, weil sie in Angst sind. Gestern sah ich auf der Donauinsel einen Herrn in meinem Alter, der war vermummt, läuferisch und sein Kampfhund hat nicht einmal einen Maulkorb getragen. Da frage ich mich dann, da läuft schon was schief mit der Informationspolitik und da sollte man nicht über die Maskenpflicht reden, sondern mehr und konsistente Informationen geben. Ich möchte Ihnen ein Kompliment machen, was hier über diesen Sender immer sehr gut geschieht. Dankeschön, unter anderem danke Ihnen. So. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Morgen ist also D-Day, was die Maskenpflicht anbelangt und möglicherweise auch einige andere Maßnahmen. Herr Doktor, Sie sind der Meinung, wenn Sie der Regierung was raten könnten, dann würden Sie heute noch sagen, Finger weg von den Masken. So wie es jetzt ist, ist es gut. Aber jede Ausweitung, vor allem auf Supermärkte und Gastronomie, halten Sie für aberwitzig. Überflüssig aberwitzig, würde ich abraten. Aberwitzig, sagen Sie. Aberwitzig. Ja? Und was würden Sie sich wünschen, um das Ganze unter Kontrolle bringen zu können? Oder sagen Sie, das ist bei weitem nicht so gefährlich, wir brauchen eh nichts? Ich sage, es ist bei weitem nicht so gefährlich, wie es oft dargestellt wird, ohne dass ich diese Gefahr jetzt abtue. Und ich wünsche mir vom Herrn Bundesminister Anschober, dass er endlich hergeht und eine suffiziente Information auf seiner Webseite, auf dem sogenannten Dashboard, veröffentlicht, wie viele Leute wirklich erkrankt sind, wie viele infiziert sind und wie viele nur positiv getestet sind. Und da gehört die Ampel Ihrer Meinung nach auch dazu, nach Bezirken? Da gehört die Ampel auch dazu, weil das auch eine Information ist. Die würden auch wünschen. Ja, absolut. So. Und beim Herrn Professor Nowotny, das ist sehr wichtig heute Abend, der würde, wenn er Regierungsberater wäre,
sagen, die Situation ist nicht so dramatisch, dass man jetzt österreichweit in Supermärkten oder Gastronomie Masken verhängen muss. Richtig. Gibt es irgendwas, wo Sie Masken ausweiten würden über das, was schon da ist, Öffis und enge Räume, also Kirchen zum Beispiel, würden Sie dort Masken machen, also oder Veranstaltungen? Man kann andenken, in den derzeitigen Hotspots, Oberösterreich, Wien und zwei Bezirke Niederösterreichs, dort würden Sie Maskenpflicht machen. Könnte man Maskenpflicht in Supermärkten und Baumärkten zum Beispiel wieder einführen und überall dort, wo der Mindestabstand von einem Meter in Räumen, also innen, nicht eingehalten werden kann, aber nicht im Rest Österreichs. Also Sie sagen, die Maskenpflicht müsste unbedingt an eine Ampel gekoppelt werden. Ja. Und das, was Sie stört, ist, dass es die Ampel noch immer nicht gibt. Na, stört mich nicht. Die Ampel, also ich weiß, dass die Ampel wirklich gut basiert auf vielen verschiedenen Daten sein wird. Und ich muss ein bisschen korrigieren, es gibt sehr viele Daten. Und die, nicht und, die richtigen. Und die AGES schickt, also wirklich, also es gibt gute und viele Daten. Ich kriege täglich die Daten. Und die sind schon gut und darauf kann man Entscheidungen treffen. Die Differenzierung zwischen krank, nicht krank, infiziert, positiv getestet, die fehlt uns. Die fehlt auch in der Ärzteschaft. Das wird intern in der Ärzteschaft massiv kritisiert. Aber Sie fordern die Ampel und Sie sagen bitte Vollgas auf die Ampel und Sie fordern verstärkte Arbeit nach Clustern. Cluster abbrechen, Infektionsketten abbrechen. Das wird ohnehin gemacht, da brauche ich niemandem irgendwas raten, dass das passiert. Aber die Ampel fehlt uns nach wie vor. Die Ampel einfach wird, also wenn sie es jetzt sie gäbe, die Ampel wird eine gute Entscheidungshilfe sein, damit man eben keine bundesweite, also quasi alle müssen da jetzt mitmachen haben, sondern eben spezifiziert. Und das wird dann, wenn die Ampel, die wird ja öffentlich sein, das wird dann auch in der Bevölkerung akzeptiert werden, weil die sehen dann, ja, die sehen dann, wo bilden sich Hotspots und die verstehen das dann und werden das auch mittragen. Also ein großes Plädoyer des von allen geschätzten Professor Nowotny, wir brauchen die Ampel, möglichst rasch sozusagen zur Ampelregelung kommen, nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie wird ohnehin kommen. Dann ersparen wir uns solche Sachen wie morgen, nämlich bundesweite Maskenverbote, die Sie für Unsinn halten, um das zum Schluss zu Unsinn bringen. Ist ein hartes Wort. Ja, sondern, wie würden Sie sagen, für übertrieben halten. Man könnte es für übertrieben halten. Gut, danke Herr Professor, danke Herr Doktor. Gerne. Das war die spannende Runde zur Maskenpflicht. Morgen um diese Uhrzeit sind wir gescheiter, denn dann ist unser Bundeskanzler wieder aus Brüssel zurück und wird hoffentlich einen Erfolg bei seinen EU-Verhandlungen erzielt haben. Er schwitzt jetzt ohne Maske oder nein, sogar mit Maske, habe ich gesehen, hinter den verschlossenen Türen der Brüsseler Ratskonferenz. Das soll noch bis 4 oder 6 Uhr früh dauern. Deshalb kommt der Bundeskanzler Kurz erst morgen zu Fellner live, dann aber besonders ausführlich. Heute kommt gleich die Frau zu uns, die alles über diese EU-Verhandlungen weiß, weil sie sie für Kanzler Kurz vorbereitet hat. Ministerin Caroline Edtstadler, die eiserne Lady hinter diesem EU-Krach oder Crash, der heute Nacht droht. Und sie wird uns gleich sagen, ob Kurz das in aller Härte durchweiten soll heute, was jetzt alles dort verhandelt wird, wie gut unsere Position ist und ob das heute Nacht noch scheitern kann. Kurze Werbepause und dann ist Caroline Edtstadler bei uns.